Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und mein Mikrofon schlägt jetzt nicht so weit aus. Hallo? 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 Okay. Keine Ahnung. Ob das normal. Ja, in der letzten Folge haben wir gemacht, weiß ich nicht mehr. Ist schon wieder ein bisschen, ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen wenig aufgenommen. Das will ich heute ändern. Ich will ein paar mehr. Und mein Mikrofon tut verdammt langsam ausschlagen. Ich glaube, ich sollte vielleicht noch mal die Aufnahme neu starten. Hallo, 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 hallo. Sehe ich allein eine Aufnahme? Okay. Lass mal jetzt. Gut. Was haben wir gemacht? Was hatten wir vor? Wo sind wir? Wer bin ich? Wir eliminieren den Nebel. Oh, stimmt. Ich war direkt irgendwie vor dem Gebiet, wo ich irgendwas erledigen musste. Und ich hoffe, es ist nicht irgendwas Großes. Den Nebelkriecher, der war ja, weiß ich nicht. Haben wir noch nicht gesehen, aber ich nehme an, es ist was Großes. Was Gruseliges. Und was Pinkes. Farm der Daltons, genau. Es kommt alles zu mir zurück. Noah. Wo muss ich hin? Und mein Mikrofon schlägt verdammt leise aus. Also kann es sein, dass... Oh Gott. Kann es sein, dass es ein bisschen leise von der Stimme her ist? Ja. Ich mache keinen Schaden, sehr gut. Solange noch nicht irgendwas auf mich schießt, sind wir ja ohne Probleme. Hallo, kannst du mal hier bleiben? Hey, der geht immer weiter weg. Hallo, bist du hier? Sehe ich noch. Gegner, die hauen ja immer ab, wenn man aus der Reichweite ist. Weil die einen aus der Deckung locken wollen. Ich bin noch nicht aus der Reichweite. Hallo, der muss dann nur hier hochkommen. Dann trifft er mich. Hallo? Ja, kann ein bisschen dauern jetzt. Mein Fatman dabei, dann wäre es alles kein Problem, aber habe ich nicht. Deswegen wird das hier ein Problem. Der backt da nur in Ecke rum. Oh, das dauert richtig lange. Oh mein Gott, ehrlich. Oh Gott, das wird doch ewig dauern. Hey, jetzt einmal dein Fatman nicht mit, ne? Könnte ruhig ein paar Minuten vorspulen, das wird hier noch ein bisschen dauern. So, ein, zwei. Keine, verdammt. Das hat einer an. Na, verdammt. Doch. Ich nicht. Oh, was habt ihr den ganzen Tag so gemacht? Oh Mann. Hey. Oh, komm. Boah, das gibt's doch einfach nicht. Zum Glück bleibt er da stehen und lässt sich abknallen. Muss ich sowas von aus. Hallo? Bin ich so blöd und geh da hin. Ah. Ey, ehrlich. Aber verdammt. Ich habe eine andere Waffe noch, die irgendwas macht. Molotow-Cocktail, ja. Longfellow, mach was. Du bist ja so blöd und macht nichts. Also der Nebelkriecher. Oh Gott. Oh, komm. Das ist ohne Scheiß der geilste Kampf im ganzen Spiel. Wenn er sich bewegt, naja, bin ich tot. Nur so nebenbei.
Doch, geh rein. Irgendwas. Triffst den, glaube ich, gar nicht. Ja. 5 Minuten und es ist noch nichts passiert. Hängt er da echt irgendwie zwischen den Bäumen fest oder was? Jetzt geht er wieder dazu. Willst du mich verarschen? Los, in Position. Wie kann man das nur so vergeigen mit den Pferden in ein Spiel? Bewegt sich schon wieder zurück, ne? Kann sich einfach verarschen. Zugriff! So, schlag ihm deinen Anker-Dinger oder was auch immer das nochmal ist. Harpun. Ey, wie blöd kann man eigentlich sein? Was ist an dieser Ecke so besonders, ehrlich? Lass mal gucken. Ja, schön gemütlich hier. Und du bist, weiß ich nicht, der dümmste Gegner, gegen den ich hier gekämpft habe. Okay. Er denkt da echt fest. Ja. Ah, glaube ich, 200 Schuss hier weggeballert. So. Haben wir diesen äußerst packenden, spannenden Kampf hinter uns gebracht. Und das ist alles, was ich krieg. Und ja, mal weiter. Aber das blöd. Aber okay. Warum nicht? Ich sag's mal so, wenn ich den Fatman genommen hätte, dann wäre er sofort weg gewesen. Also ja, aber auch die Spannung weg. So oder so, der Kampf wäre irgendwie langweilig gewesen. Und haben wir noch irgendwas hier? Ein normaler Schlinger. Mal schauen. Öp. Was zum? Nicht gesehen. Dann sperrt jetzt draußen noch nicht. Hier ist der Bergstadt. Ich bin jetzt so lange in der Nebel da. Was? Willst du mich? Und irgendwie kann ich mein Schwert nicht ziehen. Ich habe die ganze Zeit hier unten so gesehen. Oh. Wo ist denn so ein Nebelding hier? Ach. Ach. Oh, mit. Immer das hier anpflanzt. Das gehört jetzt mir. Okay. Ich irgendwo in den Nebel entfernen. Ich hatte auch eine Mission, wo ich das gemacht habe. Aber jetzt nicht mehr. So ein Teil, wo ich irgendwie so Nebel entfernen kann? Nee, ne? Oder habe ich nur so eine Mission? Ich schaffe das Werkzeug. Was ist das denn? Also, was geben wir erstmal Mission ab? So. Müssen ja so oder so nochmal hinkommen. Spare ich mir die immer auf. Ja. Das richtige Mikrofon. Was bist du denn für einer? Sieht aus wie ein Power Ranger.
Ich will das haben. Sehr geil. 10 mm Pistole, ja, habe ich auch den Erlöser. Und mir geht die Munition für fast alles hier aus. Ich habe ein Problem. So. Wir müssen uns unterhalten. Ich habe keine Zeit. Wir müssen uns unterhalten. Armer alter Opa George. Von einem Nebelkriecher zerfetzt. Dieser Idiot. Opa George kann in Frieden ruhen. Der Nebelkriecher ist tot. Wunderbar. Damit ist ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Du bist wirklich der heldenhafte Rächer, den ich mir erhofft hatte. Jetzt, wo der Nebelkriecher weg ist, können wir Leute hochschicken, die alles in Ordnung bringen. Genau, die Farm gehört dir. Dein Aha, jetzt kann ich. Insel. Es dauert, alles wieder ans Laufen zu kriegen, aber wir werden dir helfen. Und hier sind nochmal 200 Kronkorken, als Dank für das, was du für die Familie Dalton getan hast. Oh, geil. Ein heroischer Rächer verdient doch wohl mehr als 200 Ja. Kronkorken. Das ist in Ordnung. Hier sind nochmal 100 Kronkorken. Sehr geil. Ich muss dir sicher nicht erklären, dass der Zusammenhalt von Blut und Familie stärker ist als fast alles andere. Aber wenn du mich fragst, ist nichts stärker als die Bindung einer Ehe. Ich will dich nicht heiraten. Es ist mir auch am schwersten, den letzten Teil der Geschichte zu erzählen. Okay. Das ist dann wohl das nächste Kapitel der Geschichte. Eigentlich ist es das letzte Kapitel. Mein verstorbener Mann Daniel war der beste Fischer, den die Serie je gesehen hat. Er hat mit seiner Crew am liebsten beim Leuchtturm von Box. Ich hab doch gesagt, ich will nicht dich heiraten. Den ich nie vergessen werde, da ich Dennis Boot komme. Ich heiße nicht Danny. Ein paar Fallensteller hatten sich im Leuchtturm eingenistet. Fallensteller? Auf Anweisung der Insel. Die sind verrückter als ein Sack voll Maulwurfsratten. Ihr Anführer hat ein paar Zielübungen gemacht. Danny einfach zwischen die Augen getroffen. Hol dir den Dreckskerl, lass ihn dafür bezahlen. Und dann ist die Kugel abgefallen und hat den Fallensteller getroffen. Ich lass den Fallensteller zahlen. Wunderbar. Denk dran, die Fallensteller sind zwar nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber Waffen können sie noch benutzen. Von dem, was ich gesehen habe, nee, anscheinend nicht. Überall, wo ich hinkomme, sind tote Fallensteller. So, wo ist der Typ mit den Brooks. Helm? Also, wenn du dies, das, Schrott oder Krimskrams brauchst, dann bist du hier richtig. Handeln wir. Na dann mal los. Sag mal, wie viele Dinge habe ich denn hier? $5,900 würde ich dann kriegen, okay. Ein paar mehr. Ein paar wertvolle Sachen verkaufen. Dann geht das schon. So. Kinder des Atoms sind hier gekommen. Danke, ich brauche gerade Stimpacks. Stimpacks 19. Oh. Oder wird noch einer? Oder? Nein, okay. So. Warum nicht halten? Wer lebt da, verdammt? Ja. Der Nukleus, was? Ein paar Sachen haben wir hier. Ich hab's hier noch mehr Dingens gibt. Der Nukleus, Nee, machen wir jetzt erstmal die Mission. So weit weg. Wir wollen noch ein ganzes Stück reisen. Hallo. Hey. Ich will aber niemanden rechnen, der Daniel heißt. Ich bin Daniel, es kann nur einen geben. Gut, dass die ihn getötet haben. Es kann nur einen Retter des Ödlands geben. Oder Vernichter, keine Ahnung. Ich weiß ja noch nicht, wie das Spiel ausgeht. Vielleicht mache ich aus dem Ödland noch ein Ödland. Oh, und irgendwie habe ich mir gedacht, dass hier Gegner sind. Autsch.
Wir haben mir so ein Worst-Case-Szenario vorgestellt und genau das ist auch natürlich passiert. Oh mein Gott. Ich bin auch gerade letztens erst hingegangen und habe alles den Erdboden gleich gemacht. So, gehen wir da rein. Sieht aus, als wäre da, weiß ich nicht, eine Siedlung, irgendwie so was. Zivilisation. Kann ja nicht nur dieser eine Ort sein, oder? Obwohl bei In The Pit war das, glaube ich, auch so. Ah, gut. Bleiben wir auf die Straße. Ja, gibt mir irgendwie so Skyrim-Feeling. Was ist das denn? Hat irgendwie Weihnachtsschmuck sein, oder was? Verstehe ich nicht. Red X, das brauche ich jetzt nicht. Oh Gott. Das ist eine Red Rocket-Raststätte. Was geht, na? Also wenn ich mal leisten, so viel Muni hier zu verschwenden. So sterben bitte. Steampacks möchte ich jetzt auch ungern verbraten. Also bitte nicht so viel Schaden machen. Schlitz. 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 Au, halt. Erst rennst du weg und dann kommst du auf mich zu, ja. Das ist witzig, weil er hat recht. Ja, da kommen wir, glaube ich, nicht mehr. Oh, mit der Mission weiter. So. Wird nein. Fuck ist halt, nein. Was machst du denn ja schon wieder? Du bist kaputt. Da waren ein paar Wölfe, verdammt. Alter. Soll nicht wahr sein. Cool. Fuck ist Geld sehr gut. Warum liegst du eigentlich immer noch am Boden? Die Gegner sind weg. Dann chill du mal da. Wenn ich hier weitermache. Dahin wollte ich, genau. Weil ich habe irgendwie nicht gesehen, dass der gegen einen von denen gekämpft hat. Die waren nur alle bei mir. Wie zum Teufel ist der? Der ist nur gestolpert wahrscheinlich. Und kommt nicht mehr hoch, der alte Mann. Was? Alter Sack. Ich wollte mir halt eigentlich angucken. Verdammt. Warum bekomme ich irgendwelchen random Orten einfach Strahlung? Ich möchte noch zu dem einen Ort gehen. Bevor ich hier Ende mache. Gucke, ob meine Stimme nicht zu leise ist. Was? Kriegt er mir hinterher oder wie? Was? Red Huhn? Du wirst einfach nur so aus Reflex mal VTS. Guck, ob hier Gegner sind. Was sehe ich? Red Huhn. Hey. Das klingt wie irgendwas, was versucht, irgendwie bedrohlich zu klingen, aber voll failed. Ich meine, Hühner an sich sind schon. Weil sie nicht gefährlich sind. Auch wenn man Red davor packt, macht das keinen Unterschied.
Southwest Harbor. Was ist das Ding jetzt? Ich will dieses Huhn sehen. Alter. Aber wie schnell ist das Viech? Komm her, du schicken Nugget. Verdammt. Alter, ist das Huhn schnell. Was zum Teufel? Bestimmt voll das seltene Viech und weil nicht, wenn man das tötet, kriegt man irgendwie einen Fat Man. So Borderlands-Logik. Ich schieße ihn ab und irgendwie kommen da so 10 Waffen ausgeschossen. Ja, du bist das. Warum liegt es denn immer noch am Boden? Du hast jetzt einen Briefkasten auf dem Kopf. Du hast einen Briefkasten auf dem Kopf, was? Die machen mir gar keinen Schaden. Oh Gott. Oh, hi. Ja, ich bin hier irgendwie, ohne es zu merken, in Feindterritorium gelandet. Verkrochen, nein. Ja, das sind eine Menge Gegner. Was ist das Ding? Ich weiß nicht, wo ist es? Hallo? Oh Scheiße, ich sehe das Teil nicht. Ich sehe das Teil nicht, was zum Teufel? Gut. Mal sagen. Ja, hallo. Was ist denn passiert? Wir bleiben mal hier. An diesem brennenden Schiff und sehen uns an in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.